Hallo Leute und willkommen zurück im Bonuskapitel von Awakening, der schwarze Baum. Ach ja, manchmal mache ich mir mein Leben echt zu schwer. Ich denke die ganze Zeit, wenn ich eine Sache mache, was mache ich dann mit den anderen? Und habe viel zu kompliziert gedacht. Das ist natürlich viel einfacher. Ich tue einfach gar nichts. Ich lasse es so stehen und kümmere mich um die anderen. Ganz einfach. Und ja, das war jetzt ein bisschen doof von mir, irgendwie so zu denken. Als müsste ich halt was machen. Ich setze die auf jeden Fall jetzt alle dahin, wo sie hin sollen. Und hoffe, dass es dann hier vorangeht. Wo soll der jetzt hin? Ich muss erst mal suchen, wo das Ganze hin soll. Ach, da unten. Okay. Dahin. Wo gehört der hier hin? Das ist ein anderer, dickerer Balken. Den wollte ich gar nicht. Das ist der blaue, der soll da auch bleiben, wo er war. Das ist der andere blaue. Langsam weiß ich auch, dass das die blauen sind. Der hier müsste auch nochmal weg. Den wollen wir aber gerade auch nicht. Das ist der passende zu dem. Jetzt habe ich den wieder weggenommen. Welches ist denn der untere? Ach, hier ist er ja. So, den habe ich da. Das habe ich da, den habe ich da. Das Häuschen fehlt mir noch. Das Häuschen. Oh. Oh. War schon erledigt wieder. Mal wieder, ohne dass ich es mitkriege. Ja, das war jetzt ein bisschen... Ich habe irgendwie schon wieder so mehr um die Ecke denken wollen, als ich brauche. Ich brauche meine Koordinaten, hattest du ja schon. Was ist denn jetzt hier? Ah... Ich glaube, das hatten wir noch in keinem Awakening-Teil, dass wir hier so schön Meer und so hatten. Voll schön. Und noch eine Fee direkt gefunden. Und die Musik ist auch wieder so toll. Lied der fliegenden Einhörner. Soll ich jetzt hier irgendwas machen? Mit Flöten? Ich soll flöten. Das ist das Lied der geflügelten Einhörner. Die Löcher leuchten auf, wenn ich die richtigen Noten spiele. Ich hoffe, die Einhörner werden nicht taub, wenn sie mich spielen hören. Das hat ja schon mal gut angefangen. Nö. Ja, welcher ist es denn dann? Hä? Ach so, ist ja auch dieselbe Note sozusagen. Ach, immer diese Merkaufgaben. Jetzt kommt wieder dieses andere. Jetzt kommt das T. Ich will keinen Fehler machen. Und am Ende kommt der Kleine hier, ich sehe das schon. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Meine Konzentration geht flöten. Ich mag nicht mehr. So, jetzt kommt der andere wieder. Ist das der? Der und der. Gott sei Dank. Ja, ich habe das Einhornlied geflötet. Und da kommt direkt ein Einhorn geflogen. Na klar. Wuhu. Einhörner und spielen. Ich muss es erst gefügig machen. War das nochmal mit geflügelten Einhörnern und goldenen Sachen? Hier ist schon mal ein Sattel. Und das soll jetzt golden werden, oder wie? Na, immerhin ist es schon mal da. Und Lolli. Ganz schön hoch das Gras. Mal sehen, was sich darin verbirgt. Oh, Gold. Na, so ein Zufall. Schön. Aber hier ist noch mehr. Die Münzen nämlich. Kann ich das jetzt hier irgendwie...
Da drüben sieht es interessant aus. Schade, dass ich nicht fliegen kann wie die Feen. Na, kurioserweise ist jetzt hier ja ein Einhorn gekommen. Kein Problem also für uns. Wir gehen wieder rein in unsere Nichthöhle. Da wollen wir gar nicht rein. Wir wollen in die andere Baumhöhle. Hier. Damit wir dem Typen hier sein Geld geben können. Nichts? Jetzt habe ich schon mal einen Steigbügel. Ich meine, das ist schon mal besser als vorher. Wo ist jetzt hier der Sattel? Da. So. Der ist nämlich jetzt kompletto. Reicht das denn dem Einhorn oder? Ich kann es nicht satteln, bevor ich es nicht gezähmt habe. Mit dem Lolli? Nee, das ist, reicht noch nicht aus. Wir haben noch mehr zu tun. Es gibt noch mehr, was wir machen können. Ich brauche mal einen Tipp, wo ich hin soll. Bin gerade ein bisschen... Vielleicht können wir die Ameisen mit dem Lolli locken? Genau. Ah, was hat die denn bewacht? Goldenes Zaumzeug. Na dann. Jetzt aber los dann. Jetzt will ich das Einhorn haben. Ich will das Einhorn haben. Jedes Mädchen möchte ein Einhorn haben. Nimm es dir. Das Einhorn scheint es nicht zu mögen, weil man es ohne Sattel... Ja. Tata. Was heißt übrigens Einhorn haben wollen? Also ich meine, wenn es wirklich welche gäbe, dann... Will man ja auch, dass es so rein bleibt, wie sie halt dargestellt sind, ne? Sonst wäre es ja ein ganz normales Pferd. Das will man ja auch nicht. Dann mal los. Ein Baumältester, aber er ist ganz ausgetrocknet. Hier haben wir weitere Münzen. Die Felsen sind noch feucht. Wahrscheinlich ist hier vor kurzem noch das heilende Quellwasser geflossen. Irgendwas blockiert den Fluss. Können wir das hier denn mal so ein bisschen frei kriegen? Den anderen Ältesten, den erwecken wir auch noch. Jetzt haben wir wieder ein paar Münzen. Wir brauchen halt das Wasser, ist mir klar. Also wir müssen da jetzt rankommen, damit wir da das Wasser holen können. Aber erstmal muss es fließen. Und wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Eben können wir auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen Gold hinlegen. Jetzt haben wir schon drei. Eine Münze fehlt noch. Reicht der Goldklumpen? Nee, ne? Wohin? An die Klippe wieder zurück. Was habe ich hier denn noch nicht gemacht jetzt? Oder soll ich das hinkriegen können? Nee? Was denn? Ach, hier unten war noch was. Was sind das? Streichhölzer? Achso. Und die letzten Münzen. Die Oberfläche der Felsen sieht anders aus. Hier scheint aber keine Vorrichtung zum Öffnen zu sein. Dann probieren wir hier nochmal alles aus, was wir so haben. Eher nicht. Ich glaube, ich soll das freisprengen mit unserem Dynamit da hinten, was wir uns jetzt holen, weil jetzt haben wir auch alle Münzen. So. Dankeschön. Ich glaube, das war's dann mit uns. Ich habe ihm alles abgekauft. Der Typ ist pleite. Naja, nicht pleite, hat jetzt genug Geld. Aber er wird sich erstmal wieder neu eindecken müssen mit Waren. Streichhölzer haben wir ja jetzt auch, von daher... Nicht hier, dann aber da. Ah. So, das fließt. Holen wir uns Wasser. Und dann erwecken wir den. Who goes there? Is that a human? I can barely open my eyes. My skin is all withered up.
That's better, but not by much. Something must have happened to the Guardian. He was trying to fix the basin of magic that supplied my roots with energy. Go to him. I shall open the way. Okay. Wie denn? That's better, but not by much. Geh zu ihm, öffnen wie Baby. Hier unten? Ach so, er hat das jetzt hier. Alles klaro. Finde alle am unteren Bildrand dargestellten Gegenstände. So, dann, wie? Ach, die kann ich jetzt hier einfach anklicken. Kann ich das drehen? Nee, das wollte ich. Ich wollte jetzt eigentlich nicht raus. Kann ich die irgendwie. Soll ich die alle hier finden können? Ich habe das Gefühl, ich finde jetzt schon nicht alle. Hä? Sicher, dass ich hier nichts machen kann? Nein, ich will nicht rausgehen. Dreh dich doch nicht immer so. Weg. Ja, dann soll ich die wohl hier drin finden können. Ich bin zwar ein bisschen irritiert. Ich gucke halt immer so nach so einem Zeichen mit einem Punkt und einem Strich und sowas ist hier gar nicht. Vielleicht ist das ja hier gar nicht mit den Punkten. Dann sind sie aber nicht genau so, wie man sie suchen soll. Aha, jetzt hat sich's auch verändert. Okay, dann ist es natürlich wieder was anderes, wenn die anderen jetzt dazukommen. Das Ding mit dem Dach, das finde ich hier gerade nicht, das hier. Das finde ich das mit den Kringeln hier unten. Sehe ich eigentlich auch gerade nicht. Auch dieses... Ist das das F? Nö, das war ein anderes. Aber ist ja auch gut. Okay, okay. Keine Knöpfe zum Drücken, sondern noch mehr Zeichen. Alles klar. Ich werde überflutet hier mit Zeichen. Da ist das Dach. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch alle, die wir brauchen. Da ist das. Nee, der ist es auch nicht. Ich suche gerade den hier. Da. Und jetzt noch so ein F mit einem S drin, aber so drei Punkten drunter. Da. Na, super, geschafft. Okay. Der Baumwache scheint deaktiviert zu sein. Hier haben wir noch so einen Goldklumpen. Eine Art Schaltmechanismus. Keine Ahnung, wie man ihn bedient. Kobolde und ihre Zahnräder. Ja. Da ist noch eine Fee. Tja, können wir mit den Zahnrädern hier mit dem Gummiband? Können wir hier was machen damit? Da soll ja definitiv was rein, was wir noch nicht haben irgendwie. Da drauf sitzt auch so ein kleiner Vogel irgendwie, sehe ich schon. Ja, aber was mache ich denn jetzt damit? Braucht man einen Tipp? Ach, ich soll hier weg. Okay, dann kann ich hier anscheinend gar nichts machen. Wie es aussieht. You have our gratitude. Ja. Ja.
Was soll ich denn jetzt hier tun? Soll ich mich wieder vergrößern oder so? Oder wie? Was wollt ihr hier von mir? Meine Zauberkette, die geht doch. Was denn? You have our Ach so. This is the antidote. With this, the will of my people will return, and as promised, a reward. This crystal of magic was given to us by the goblins. Use it with care, for it is powerful and growing rare. We bid you farewell. Ah ja, farewell. Ach, da haben wir ihn ja. Ja, vielleicht sollte ich die Feenkönigin nehmen, oder was auch immer das hier für eine Königin jetzt eigentlich nochmal war. Finally, the taint is completely removed. We trees see your legacy in the future. Open your eyes and you will see what I see. Oh ja, wir sehen unsere Zukunft. All hail the once and future queen. The visions do not lie. You will ascend the crown, however simple a life you wish to lead. Take this with you, Sasha. The other trees will tell you more. Okay. Wenn ihr das sagt, dann wird das wohl so sein. Irgendwas habe ich gerade gesagt gehabt, wo ich meinen Satz jetzt nicht beenden konnte, aber... Genau, ich wollte sie heilen und das sollte man natürlich tun. Siegel des Vertrauens. Ich gehe mal in die Höhle und setze jetzt mal hier bei dem Robo das Ding ein. Damit ich ihn zum Leben erwecke. Da ist er schon. Good morning, Tweedum. Do you see that? That's a human. Is it on our side? Oh, ich habe ihn unterbrochen. Good morning, Tweedum. Do you see that? That's a human. Is it on our side? How do we know? Okay, das war's auch schon. Was soll ich denn jetzt machen? Ah, that's the seal of trust. She must be here to clean up that mess the humans made. It was terrible tainted magic. Oh, my hand is still broken, Tweedum. How will I be able to fix the purifier? If only we had pen and paper, I could give our human friend the coordinates to the goblin outpost to make us a new hand. Ich hab was zum Schreiben, zufälligerweise. Danke. Tiripili, oder wie heißt er hier, weiß ich nicht. Oder Tirili, ne? Tirili, glaube ich. Koordinaten. Wo denn, wie denn, was denn? Was mache ich jetzt mit den Koordinaten? Warum geht das denn jetzt nicht? Was denn dann? Hat er mir überhaupt einen Tipp gegeben, der Vogel? Speaky, hast du uns einen Tipp gegeben oder eher nicht so? Soll ich ihm erstmal eine neue Hand besorgen? Dann muss ich die machen lassen, ne? Wo lasse ich denn eine neue... Wo mache ich das denn? Wie denn, wo denn, was denn? Ich weiß gerade echt gar nicht, wohin und was ich hier machen soll. Ach, die Koordinaten soll ich hier wieder benutzen. Alles bereit, ich sollte einen Blick auf den Bildschirm werfen. Ach, dafür waren die. Ach so, ja, so, ja. Vielleicht sollte ich nicht zu viel Wimmelbildspiele nacheinander aufnehmen. Die Teile, damit ich mich noch konzentrieren kann. Ach ja, naja.
Station, der letzte. Wo ist der? Der. Okay. Alle gefunden. Aha, jetzt ist das andere Tor frei. Ja, der andere Zugang ist frei. Sehr schön. Oh, jetzt sind wir hier auf so einem Bahnhof. Bevor ich es vergesse, muss ich die Fee finden, die ist da. Oh dear, Tinkerdale has disappeared. He hasn't come back for dinner ever since he left with the expedition leader. Tinkerdale? Der Bruder von Tinkerbell? Na, den werden wir bestimmt noch finden. Ich bin noch nie Traktor gefahren. Leider fehlt ein Bedienhebel. Did you see that? Did you? I'm never going back there again. Never. Isn't it time to invent the diesel engine yet? Or a magic engine for that matter? And where's all the chocolate gone? Ja. Schwierige Fragen. Das Feuer geht aus. Das bisschen Glut reicht nicht, um den Topf zu erhitzen. Ich muss Holz nachlegen. Okay. Gut, ich kann die Sachen da auch irgendwie so ein bisschen mit benutzen. Und ich kann noch nach hinten gehen. Das mache ich nochmal eben schnell hier. Schnell, schnell. Da ist wieder eine Fee. This project's doomed. Train's gotta be cleaned, watered, driven. But my buddy's too spooked by what he saw to drive the train. He was off to the canteen, last I saw. Also das Bonuskapitel macht das ganze Spiel, finde ich, jetzt noch wesentlich größer und weiter von der Welt. Und da hat man sich, finde ich, auch nochmal richtig Mühe gegeben. Das ist ja wirklich ein richtiger Zusatz zum Spiel. Ich finde, ohne das Bonuskapitel ist es ja echt wie ein halbes Spiel nur. Oh nein, schrecklich, aber jemand muss sich darum kümmern. Ja, schrecklich. Wir machen das aber alles im nächsten Part vom Bonuskapitel von Awakening, der Schwarze Baum. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.